Ein neues Interview, meine Lieben, zum Thema Ex on the Beach. Heute werde ich mit Max sprechen, denn wie ihr wisst, die Show ist vorbei und ich glaube, es gibt noch so ein bisschen Gesprächsbedarf. Ich bin natürlich sehr interessiert daran, wie er das heute alles so rückblickend empfindet und natürlich, wie es bei ihm weitergegangen ist. Und ich bin sehr gespannt, was er heute alles erzählen wird. Guten Tag, na? Freut mich, schönen Abend nach Deutschland. Ja, willkommen zurück, muss man ja schon fast sagen. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Ich glaube, es war fast ungefähr vor einem Jahr, ne? Ja, es war ein Jahr. Ein bisschen eher. Ich glaube, im Juli war das. Ja. Letztes Jahr im Juli. Aber ja, fast ein Jahr her. Ja. Genau, vor einem Jahr. Also. Jetzt machen wir das jedes Jahr zusammen. Ja, ich muss ehrlich sagen, also ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ich liebe das total, wenn ich so Gesichter immer wieder sehe und diese Geschichte immer so weitererzählt wird, weißt du? Ja, das stimmt. So kann man die Storys halt immer gut mitverfolgen von einer Person. Wenn ihr, wie gesagt, von Show zu Show geht, aber indirekt ja schon, wenn man ja. Von einer Sendung zum nächsten geht und den Werdegang so ein bisschen mitverfolgen kann und die Person ja. Dann halt auch immer so ein bisschen, sag mal, privater kennt, ja. Dann kann man die Person immer mit der nächsten Show besser einschätzen. Ja. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ihr Lieben, die wir heute nicht klären sollten, ihr kennt das Spiel, schreibt es in die Kommentare, folgt ihm gerne bei Instagram, alles ist unten verlinkt und ich bin gespannt, was wir so erfahren werden. Du bist jetzt gerade im Urlaub und ich bedanke mich schon mal dafür, dass du dir wirklich auch diese Zeit genommen hast, ja. Und es würde mich mal interessieren, als die Anfrage kam, Ex on the Beach, was war denn so generell dein Grundgedanke? So, mache ich nicht, bin skeptisch? Also am Anfang, sage ich dir ehrlich, war ich ein bisschen skeptisch. Weil es halt einfach mal was komplett anderes ist als Bachelorette gewesen. Es war halt so richtig Hardcore-Trash. Also richtig Hardcore-Trash. So, Bachelorette war halt eher so ein angenehmes Format, wo du halt auch einmal nur unter Jungs jetzt erstmal in der Villa warst. Mhm. Das hat mich, glaube ich, auch zum einen gereizt, mal in einer Villa zu wohnen, wo halt Jungs und Mädels zusammen in einer Villa sind, wo halt immer irgendwie Flirterei, immer irgendwie Stress, Action halt los ist, vorhanden ist. Und ich dachte mir, okay, why not? Eigentlich habe ich keine Ex, die irgendwie sauer auf mich sein könnte, die mir wieder das Leben zur Hölle heiß machen könnte, war mein Gedanke. Weil ich mit meinen beiden Ex-Freundinnen eigentlich immer noch Kontakt habe und echt cool mit denen halt war. Und ja, so von meiner Seite dachte ich halt immer auch so mit Ex-Affären oder so, hat mir nie irgendeiner so privat die Hölle heiß gemacht. Deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht habe ich ja Glück und es kommt irgendwie vielleicht gar keiner bei Ex on the Beach halt rein oder halt eine, die auch irgendwie nur ein bisschen eine geile Zeit haben möchte oder mich zurückhaben möchte. Deswegen dachte ich mir, ey, let's go, neue Show, neues Glück, probieren wir mal. Das heißt, du hast, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast mit Beverly zum Beispiel gar nicht gerechnet? Doch, ich hatte schon gedacht so, weil ich habe sie ja auch angegeben sozusagen als Ex-Affäre. Okay. Ich hatte schon damit gerechnet, dass sie halt auch kommen würde oder kommen könnte. Aber dass sie dann halt so, sag ich mal, wie so ein Taifun da hereinspaziert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Zumal sie mir zum Beispiel auch 3 Wochen Dreh mich noch zum Geburtstag mir zum Geburtstag gratuliert hat. So, deswegen, sauer sein, aber nicht, dass sie so sauer sein wird. Okay, also wir hatten gerade ein kleines Verbindungsproblem. Ich weiß nicht, ob dich jemand angerufen hat oder ob das am Internet lag. Also du hattest, wenn ich das richtig verstanden habe, du hattest kurz vor dem Dreh noch 3 Wochen vorher mit ihr Kontakt und sie hat dich... Ja genau, sie hat mich angerufen zum Geburtstag 3 Wochen vorher und da war alles relativ normal. Und okay. Dann 3 Wochen danach, oder 4 Wochen später bei Ex on the Beach, da hat sie mir das Leben dann ordentlich zur Hölle gemacht, würde ich mal sagen. Da habe ich halt gar nicht mit gerechnet. Willst du mal aus deiner Perspektive erzählen, wie oder was damals schiefgelaufen ist? Also wir wissen ja die grobe Story, ihr habt euch kennengelernt, ihr habt euch, ich sag mal, nennen wir es mal gedatet. Sie hat ja mal gesagt, ihr habt euch gedatet. Und sie hatte das Gefühl, dass ihr euch auf einer Ebene kennenlernt, wo man mal guckt, ob da eine Beziehung entstehen kann oder nicht. Ist das soweit richtig? Das ist korrekt soweit, das würde ich auch so unterschreiben. Das war prinzipiell beim ersten Treffen halt so, als sie das erste Mal bei mir war. Das war wirklich ein Treffen, da war sie auch 3-4 Tage bei mir, dass das wirklich so ein Treffen war, wo wir halt geguckt haben, okay, passt das vielleicht bei uns beiden, dass es wirklich ein richtig ernsthaftes Kennenlernen halt gehen könnte oder halt nicht. Von meiner Seite war es nach dem ersten Treffen halt nicht in die Richtung zum ernsthaften Kennenlernen, sondern das werfe ich mir vielleicht auch ein bisschen selber vor, dass ich halt mit ihr ein bisschen gespielt habe dann und halt einfach nur an meine Bedürfnisse in dem Sinne gedacht habe und auch einfach sie noch ein zweites Mal dann kommen lassen, weil es halt Bequemlichkeit einfach so war. Das habe ich auch im Nachhinein jetzt eingesehen, dass es halt ein Fehler war, so nicht noch offener mit ihr zu kommunizieren, dass das halt wirklich nur für das eine halt war und nicht noch auf ernsthaftes Kennenlernen hinaus gelaufen ist.
Okay, also das ist ja jetzt nochmal eine andere Situation als in der Show, ne? Weil jetzt sagst du ja schon eher klar, du pass auf, ich habe das damals nicht so richtig kommuniziert, ich hätte es besser machen müssen. Das hast du ja in der Show nicht... Also meiner Meinung nach habe ich das halt damals halt auch kommuniziert gehabt, dass ich keine Beziehung von ihr möchte, aber ich habe es vielleicht nicht zu deutlich halt, nicht zu klar halt dargestellt. Deswegen war es auch in meinen Augen jetzt irgendwie zum Beispiel kein Problem, dass ich was mit anderen Frauen halt hatte in der Zeit, weil für mich war halt klar, okay, ich habe ihr gesagt, sie will keine Beziehung, dass ich keine Beziehung möchte, sie kann trotzdem gerne kommen. So habe ich das halt, so habe ich gedacht, dass ich jetzt halt so vermittelt habe, aber im Endeffekt habe ich das vielleicht nicht so klar halt dann vermittelt, wie ich eigentlich dachte, dass ich es vermittelt hätte. Okay, verstehe. Und das heißt, und sie hat dann quasi irgendwann mitbekommen, dass du was mit anderen Frauen hast, was ja aus deiner Perspektive klar war, weil du ja eh gesagt hast, du willst keine Beziehung. Genau. Und dann ist es quasi explodiert und das ist in 1000 Scherben zerbrochen. Das kann man so sagen. Es ist auf jeden Fall ordentlich am Strand explodiert, als sie da angespielt worden ist. Aber wie war denn das vorher? Weil das, also ja, am Strand habe ich ja gemerkt, dass sie noch sehr emotional in diesem Thema drin war. Das war ja dann wahrscheinlich gar nicht so viele Monate vorher, oder? Das Ganze war im August auch, ne? Also das war ein halbes Jahr vorher. Und wir hatten halt dann, auch im August haben wir uns, ich glaube Ende Juli haben wir uns das erste Mal gesehen und dann Mitte, Ende August das zweite Mal. Und danach hatten wir halt, haben wir uns gar nicht mehr gesehen gehabt. Haben ab und zu mal nochmal geschrieben, wie gesagt, sie hat telefoniert, haben wir halt auch dann ein oder zweimal, aber auch habe ich sie ja zum Geburtstag angerufen, sie hat mich ja dann wieder zum Geburtstag angerufen im Dezember, da hatten wir halt auch ein, zwei Monate vorher gar keinen Kontakt. Deswegen hat mich tatsächlich halt auch gewundert, dass sie mich zum Geburtstag angerufen hat. Da meinte sie halt, das macht man halt einfach so aus Anstandshalber. Deswegen dachte ich mir so, okay, ich habe das halt auch an ihrem Geburtstag gemacht, dass ich sie halt angerufen habe, deswegen hat sie es halt auch wahrscheinlich gemacht. Im Nachhinein, da denke ich mir, dass ich vielleicht einfach nur wollte, dass ich so denke, dass wir cool miteinander sind. Damit ich halt, wie gesagt, bei Ex on the Beach nicht mit so einer Reaktion rechne, wie sie die da halt gebracht hat. Sondern dass sie dachte, okay, wenn sie kommt, deswegen bin ich halt aufgestanden, wollte sie halt umarmen, weil ich dachte, wie gesagt, okay, sie ist vielleicht noch ein bisschen sauer oder will mich halt zurückhaben, aber will mir jetzt nicht unbedingt die Hölle heiß machen. Da habe ich halt leider falsch gedacht, ne? Da wurde ich erstmal direkt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeschickt. Wie war das für dich? Also du hast ja gesagt, du hast nicht damit gerechnet und das ist ja dann auch, ne, ich sag mal, das ist ja so eine öffentliche Kiste, dann wird man da mit diesen Sachen konfrontiert und man weiß ja jetzt schon so, okay, jeder wird irgendwie eine Meinung darüber haben. Was ging dir da so durch den Kopf, als du das so dann erlebt hast? In dem Moment dachte ich erstmal, was ist denn jetzt hier los? Also ich war völlig überfordert, sag ich ehrlich, mit der Situation. Weil ich bin auch nicht der Typ, der dagegen anschreit. Also das bin ich halt einfach nicht. Ich bin eher so der das über sich ergehen lässt und mich halt auch machen lassen. Mhm. Aber dann wird es halt auch so geschnitten, als wenn ich das komplett halt da gewesen bin. Weil ich halt nicht so meine Meinung halt komplett dazu gesagt habe, sondern weil ich einfach dem Stress halt irgendwie umgehen wollte und nicht einfach Beverly sozusagen, hätte ich sagen, ihre Show halt, dass sie ihre Show machen konnte. Dass sie einfach ihre Show abzieht, wenn sie es halt möchte oder muss. So im Nachhinein hätte ich vielleicht einiges halt anders gemacht und noch klarer halt auch gesagt, wie es halt wirklich war. Dass das halt alles nicht so mäßig, sag ich mal, von mir war, wie es halt jetzt dargestellt wurde. Was sagst du zu diesem Vorwurf, das hat sie ja mal geäußert, dass du mal so gelacht hast, wenn sie über die Situation gesprochen hat, dass sie immer das Gefühl hatte, du hast sie quasi ausgelacht? Ja, also ausgelacht habe ich sie auf keinen Fall. Das war halt, klar, auf der einen Seite, bin ich ehrlich, war es vielleicht auch eine Unsicherheit von mir, weil ich einfach nicht wusste, wie ich mit der Situation da umgehen soll in dem Moment. Und auf der anderen Seite, weil ich es halt, wie gesagt, einfach nicht ernst nehmen konnte. Wie gesagt, von dem einen, weil ich dachte mir, okay, wir haben uns, wie gesagt, zweimal getroffen. Also wir waren nie zusammen und wir haben uns nie ernsthaft kennengelernt. Und dass du jetzt so eine Show machst, aber wenn ich das zum Beispiel anderen Leuten erzählt habe, dass wir uns zweimal getroffen haben und sie dann halt so deswegen ausgerastet, haben die halt auch gesagt, okay, die hat auch irgendwie einen an der Waffe, jetzt blöd gesagt halt. Deswegen konnte ich das halt in dem Moment nicht wirklich ernst nehmen, zumal sie mir halt davor noch zum Geburtstag ganz entspannt gratuliert hat und ganz normal mit mir geredet hat und noch ein halbes Jahr alles cool war irgendwie. Und jetzt auf einmal halt so alles hochkommt. Und das auf einmal sozusagen, wenn die so an mir gehangen hat oder an mir gehangen hat die ganze Zeit, dann warum bist du nicht vorher nochmal auf mich zugekommen, hast das Gespräch halt ordentlich mit mir gesucht. So für dich war es halt auch okay nach dem zweiten Mal, ist ja auch nicht mehr irgendwie noch was von deiner Seite gekommen. Deswegen war es auf der einen Seite halt Unsicherheit, weil ich nicht wusste, wie ich halt damit umgehen sollte und auf der anderen Seite konnte ich das halt einfach nicht ernst nehmen. Das mit dem Thema Unsicherheit kenne ich aus eigener Erfahrung. Also ich bin auch jemand, der... Ja. In Situationen, wo ich irgendwie so total überfordert bin, so mit Lachen anfangen und die Leute sich denken, okay, was geht da jetzt ab? So. Also ich kein Fall respektlos, dass du irgendwie sie auslachen wolltest. Ich hab dich verarscht. Du
Ja, ich kann aber auch total verstehen, dass das für die betroffene Person falsch ankommt. Kann ich auch total nachvollziehen. Absolut, das kann ich auch nachvollziehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber zum Beispiel Beverly hat aber auch im Interview, als wir beide, das haben die aber nicht gezeigt, dass im Interview hat Beverly sogar gesagt, ja, ich wusste, dass Max jetzt die ganze Zeit nur gelacht hat, weil er einfach unsicher ist. Ich kenne Max halt so und ich wusste, dass wenn ich ihn halt so damit konfrontiere, dass er halt lachen wird, dass er weglachen wird, weil er halt sich damit nicht auseinandersetzen möchte. Das hat Beverly halt auch selber im Interview halt schon gesagt gehabt bei Ex on the Beach, aber das haben die halt nicht ausgestrahlt. Hat dich das verunsichert, was das Kennenlernen von anderen Frauen trifft? Also du hast ja zum Beispiel Interesse an Vanessa gehabt und ich stelle mir dann so die Frage, ob das nicht irgendwie, weiß ich nicht, unangenehm ist, wenn die, ich sage jetzt mal, die Ex anwesend ist, auch wenn es ja nicht richtig eine Ex ist, aber beeinflusst einen das? Also ich sag mal so, wenn es jetzt eine richtige Ex, also ich sehe persönlich Beverly als keine richtige Ex von mir. Ich hatte nie Gefühle für Beverly, ich war nie in einer Beziehung mit Beverly. Deswegen in meinem Fall ganz klares Nein. Also mich hat Beverly null beeinflusst. So, ich denke mal, das hat man vielleicht auch in der Show halt gesehen, dass Beverly mir quasi halt eigentlich egal war, dass sie da war. Oder von mir aus hätte sie auch vor mich sagen können. Das wäre mir vollkommen egal gewesen, hätte ich auch angefeuert. So, ich habe mich komplett auf Vanessa fokussiert, komplett auf Vanessa konzentriert. Und da war es mir egal, ob Beverly jetzt halt da war oder nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, jetzt wenn ich zum Beispiel wirklich mit ihr in einer Beziehung gewesen wäre, wie ich 30 Jahre mit ihr zusammen gewesen wäre, sie dann gekommen wäre als meine Ex, dass dann auch wieder was anderes gewesen wäre, als irgendwie zum Beispiel Vanessa oder eine andere Frau halt kennenzulernen. Weil das ist nochmal was komplett anderes. Wie war denn das mit Vanessa? Hattest du da, ich meine, es ist natürlich ein bisschen intensiver, ne? Man hängt da ja den ganzen Tag rum und man hat auch die Möglichkeit, sich viel intensiver kennenzulernen. Hattest du da sofort das Gefühl, so boah, das könnte eine Frau sein, wo vielleicht wirklich eine ernsthafte Beziehung entsteht? Oder hast du das auch generell eher locker gesehen? Also ich habe am Anfang, als ich in die Show, also in die Villa halt reingekommen bin, habe ich mir erstmal jede Frau geschnappt. Hat man halt auch nicht gesehen. Ich habe mit jeder Frau halt geredet. Ja. So, weil ich bin halt auch ein offener Typ. Ich gehe doch oft gerne auf die Frauen zu und rede halt mit denen. Ich habe jetzt keine Angst irgendwie davor. Und habe aber da relativ schnell gemerkt, dass ich mit Vanessa so eine gute Connection auf jeden Fall habe. Und sie auch vom Äußerlichen halt so mein Typ absolut ist. Deswegen hat es mich gefreut, dass ich da auch so die Gespräche sich auch noch bestätigt haben, dass es in die richtige Richtung halt gehen könnte mit Vanessa. Zu dem Zeitpunkt war ich jetzt aber nicht so, dass ich sage, okay, Vanessa ist jetzt so Wifey-Material, dass ich mit unbedingt in eine Beziehung möchte oder sie ist jetzt einfach nur für eine schnelle Nummer zu haben. So, das hatte ich noch keine irgendwie Intentions dabei. Ich wollte sie auf jeden Fall weiter kennenlernen. Habe ich auch in einem weiteren Verlauf der Show halt dann gut gemacht. Und ich habe mich halt auch nur auf Vanessa fokussiert. Also ich habe auch gar nicht irgendwie links oder rechts nach anderen Frauen dann geguckt, weil Vanessa mir halt schon gefallen hat. Und dann bin ich aber auch so, dass ich mich halt nur auf die eine Frau fokussiere. Wie ist denn das weitergegangen nach der Show? Ist jetzt schon so ein bisschen her. Seid ihr zusammen? Nein, wir sind nicht zusammen. Du lachst. Jetzt lachst du auch wieder. Jetzt frage ich mich natürlich, ob da jetzt noch irgendeine Knallergeschichte kommt. Ja, es kommt. Also ich könnte, darüber überlegen, was ich am besten alles sage und was nicht. Also nach der Show haben wir uns sehr intensiv kennengelernt. Ich würde auch tatsächlich sagen, dass wir zusammen waren. Okay. Ich kann jetzt aber ehrlich gesagt nicht zu 100% sagen, weil ich das nicht weiß, wie es von Vanessas Seite halt aussah, weil mit Vanessa in einer Beziehung zu sein oder mit Vanessa zusammen zu sein, ist sehr schwierig. Okay. Also sehr, sehr schwierig. Ich habe Vanessa draußen nochmal komplett anders kennengelernt, als sie drin in der Villa war. Und mit ihrem, ich habe sie leider draußen so kennengelernt, wie Marvin sie auch beschrieben hat. Wie Marvin sie halt auch am Strand konfrontiert hat, habe ich Vanessa halt leider draußen auch so kennengelernt. Das war, ja, nicht einfach. Eine Frau kennenzulernen, die sich einfach mal 2-3 Tage halt gar nicht meldet, du nichts von der hörst, du schreibst sie, du rufst sie an, sie geht einfach nicht ans Telefon, die meldet sich halt einfach gar nicht. Das ist halt sehr schwierig. Vanessa ist im Gegensatz zu mir auch, das hatte ich von der Show halt niemals gedacht, eine sehr kalte Person. Sie ist absolut null einfühlsam. Sie kann sich nicht in andere Menschen hineinversetzen, die braucht irgendwie keine Liebe, keine Zuneigung. Was ich halt extrem brauche, auch in der Beziehung. Deswegen weiß ich halt nicht, wie das Ganze von Vanessas Seite halt so war. Ob sie es wirklich zu 100% halt auch ernst gemeint hat mit mir oder ob das halt alles nur irgendwie für die Show, dann in der Show halt für sie war. Weil wie gesagt, wir haben uns öfters auch gesehen, wir waren auch zusammen im Urlaub. Wir waren in Holland zusammen, auch mit meinem besten Freund, der Freundin von meinem besten Freund. Und die beiden haben halt auch gesagt, dass sie Vanessa null einschätzen können. Dass Vanessa halt immer so Kleinigkeiten hat. Sie geht zum Beispiel mal weg zum Telefonieren, hat nie vor mir telefoniert, hat 2 Handys, mit denen sie halt immer zugange ist.
nie vor mir irgendwas gemacht. Also immer so Anzeichen dafür, dass man halt ihr nicht zu 100% vertrauen kann. Deswegen hat das Ganze halt extrem schwer gemacht. Wie lange ging das ungefähr, diese Phase, bis ihr gesagt habt, geht nicht mehr? Tatsächlich, ja, bis zum Sommer halt jetzt, bis im Mai, würde ich jetzt so ungefähr sagen. Ist ja schon ein längerer Zeitraum, ne? Also. Ja, absolut, das ging absolut länger. Aber zwischendurch war es immer mal so, dass wir mal dann irgendwie eine Woche auf einmal keinen Kontakt hatten. Dass auch jetzt zum Schluss, wo, das finde ich halt immer noch ein bisschen frech von ihr, ich habe ihr mal eine Sprachnachricht geschickt, sie hat sie nicht angehört gehabt. Dann war sie, ein paar Tage später war sie in Köln. Habe ich sie ihr nochmal geschrieben, ey, gut, dass du in Köln bist, aber dich nicht bei mir meldest. Und dann schreibt sie darauf, ja, ich habe gesehen, dass du mir eine Sprachnachricht geschickt hast, aber danach kam nichts mehr von dir. Und ich weiß nicht, wieso. Und dann habe ich ihr gesagt, du hast nicht mal meine Sprachnachricht angehört. Natürlich erwarte ich doch erstmal, dass du meine Sprachnachricht anhörst und dann dich darauf irgendwie meldest. Hast du nicht. Und jetzt bist du in Köln und sagst mir nicht Bescheid. Und dann hat sie gesagt, ja, wieso soll ich einem Typen Bescheid sagen, den ich anscheinend eh nicht interessiere? So eine komplett völlig fremde Wahrnehmung hat sie einfach gehabt wieder. Und darauf habe ich ja dann noch mal einen langen Text halt geschrieben. So ganz ehrlich meinte ich, wenn du eine Person wirklich magst, nimmst du dir auch die Zeit dafür, dich bei ihr zu melden. Dann sorgst du dich um die Person. Dann ist die Person vielleicht auch Priorität. Dann meldest du dich bei der Person. Dann möchtest du die Person auch sehen. Vor allem, wenn du in der gleichen Stadt halt bist. Dann ist doch selbstverständlich, wenn wir angeblich zusammen sind, dass du dann zu mir kommst oder dass wir telefonieren oder uns sehen. Die Nachricht hat sie bis heute nicht gelesen. Boah, das klingt wirklich so, also jetzt, wo du das so schilderst und du mir einleitend gesagt hast, dass du nicht weißt, ob ihr so 100% zusammen wart, also du sagst aus deiner Perspektive schon, aus ihrer bist du dir nicht so sicher, verstehe ich, es hört sich alles sehr, oh, ich kann das gar nicht, mir fällt gar kein Wort dafür ein, aber es klingt alles sehr, nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Danke, ja, das denke ich mir halt auch, ich weiß bis heute nicht. Am liebsten, ich könnte eigentlich mit Vanessa wieder zu Ex on the Beach gehen, bin ich ehrlich, weil ich noch so viele ungeklärte Fragen habe mit ihr und nicht weiß, wo ich dran bin. Das Ding ist halt auch, ich weiß ja nicht, ob ich mich vielleicht dafür ausgenutzt habe, ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf eigentlich, weil Vanessa und ich waren im finalen Cast von Temptation Island VIP, waren wir drin. Haben aber kurz vorher halt eine Absage bekommen, weil wir halt noch nicht öffentlich im TV zu sehen waren und die Paare dann immer schon jetzt vorher so ein bisschen geleakt worden sind, ja, dass es halt zu viel gespoilert hätte. Das wäre die perfekte Chance auch für mich gewesen, Vanessa dort halt zu testen, um zu sehen, meint sie es halt wirklich ernst mit mir oder meint sie es halt nicht ernst mit mir? Weil ich in meinem Kopf war halt ein einziges Fragezeichen mit ihr. Und du glaubst jetzt quasi, dass nachdem diese Absage dann kam, dass sie so gedacht hat, so okay, jetzt brauche ich das ganze Ding vielleicht auch nicht mehr. Also ich meine, es war schon vorher halt immer schon ja, ein bisschen komisch, wo ich paar Tage nicht gemeldet ja, hat und alles. Aber so, seitdem haben wir keinen Kontakt mehr. Aber war das von Anfang an so oder seid ihr erstmal rausgekommen und dann war erstmal alles cool und wie in der Show? Oder war von Anfang an so? Da war erstmal alles cool. Sie auch direkt nach der Show, am nächsten Tag ist sie zu mir gekommen. Oder zwei Tage später ist sie zu mir gekommen. Hat bei mir dann geschlafen. War im Karneval dann unterwegs zusammen. Also da war alles cool. Ich war bei ihr in Hamburg dann auch. Da hat sie auch meine Freundin in Hamburg kennengelernt, da war sie mal wieder in Köln, da waren wir in Holland. Aber zwischendurch war halt immer so, dass sie sich da ein paar Tage halt nicht gemeldet hat. Aber ihr seid jetzt nicht im, wie sagt man, ihr seid jetzt nicht im Clinch, ihr habt einfach gar keinen Kontakt, weil ja da stand ist, deine Nachrichten hat sie eh nicht abgehört. Ja, das Ding ist aber, sie hat mir zum Beispiel vor 2 Wochen, als sie mir bei Instagram wieder auf meine Storys reagiert, mir wieder geschrieben. So, als wenn alles normal wäre. Als wenn alles vollkommen, als wenn die besten Freunde wäre. So. Deswegen, also jetzt im Moment ist halt auch so, dass wir uns, sage ich mal, bei Instagram auf die Storys so ein bisschen reagieren oder auch uns verlinken halt. Aber ich weiß halt auch nicht, mit welchen Intentions sie es halt jetzt gerade so macht, weil wir gerade halt wieder in der Show halt jetzt drin sind und weil wir gerade, sag mal, so gut als Paar halt ankommen oder wie das Ganze halt allgemein jetzt ist. Also wie gesagt, von meiner Seite, ich habe kein Problem mit Vanessa. Ich wünsche Vanessa auch trotzdem das Beste. Aber ich weiß halt nicht, ob Vanessa, wie gesagt, nur mit mir gespielt hat die ganze Zeit oder was halt wirklich ernst bei ihr war und was halt nicht. Aber du hättest schon, so wie das klingt, du hättest schon Lust auf eine ernsthafte Beziehung gehabt. Absolut, zu dem Zeitpunkt da schon, wenn nicht die ganzen Kleinigkeiten da gewesen wären und sie so gewesen wäre, wie sie in der Show war, auch draußen gewesen wäre, dann zu 100%. Aber so wie ich es halt dann draußen kennengelernt habe, nein. Da muss ich halt immer auch an Marvin denken, weil Marvin genau 1:1 das Gleiche halt so gesagt hat. Ihr das vorgeworfen hat und ich weiß halt nicht, ob Vanessa entweder halt einfach beziehungsunfähig in meinen Augen halt wirklich ist oder ob sie halt einfach nicht ernst meinte.
Aber irgendwie, weißt du, also ich habe mich das schon oft gefragt, warum das so ist. Ich meine, du musst da jetzt nicht ins Detail gehen, aber jetzt gerade bei dieser Yassin-Thematik, die da so ein bisschen rumgeht, was an diesem Abend nach dem Auszug passiert ist, dann frage ich mich ja auch jetzt, der Sachverhalt an sich, könnte man ja jetzt sagen, kann ja jeder machen, wie er will, aber da frage ich mich auch, wie passt das zusammen, dass er quasi die letzten Tage vorher als Beispiel noch diesen Carina-Film gefahren hat? Weißt du, was ich meine? Und oft frage ich mich dann bei Leuten so, was passiert, dass die dann so wie der Schalter so umgelegt wird? Was geht in deinem Kopf halt vor so in dem Moment? Was sind deine Intentionen? Du kannst halt den Leuten nur vor den Kopf gucken, kannst ja halt nicht in den Kopf reingucken, was sie halt wirklich denken. Das ist halt immer so das Schwierige dabei. Was halt auch im Hotel, wo ich auf der einen Seite Vanessa verstehen kann, auf der anderen Seite auch nicht, war so, ich war mit Tobi halt in einem Zimmer eingeteilt. Ja. Und Vanessa war mit Laura in einem Zimmer eingeteilt. Und dann wollten wir halt tauschen, dass ich mit Vanessa in ein Zimmer gehe und Laura mit Tobi in ein Zimmer geht. Das wollte Vanessa erstmal nicht, weil sie alleine schlafen wollte. Sie wollte nicht mit mir zusammen schlafen. So, da meinten Laura und Tobi halt auch nicht verstanden, meinten halt so, ja, in der Show schläfst du halt noch mit ihm. Wir haben ja den letzten Abend auch im Beachraum geschlafen. Ja. Haben wir auch alleine geschlafen. Da schläfst du noch mit ihm zusammen, jetzt auf einmal, wo die Kameras halt nicht mehr da sind, ignorierst du ihn halt jetzt auf einmal. Und dann meinte sie halt, ja, sie braucht jetzt erstmal ihre Ruhe, um halt alles zu verarbeiten und so. Kann ich auf der einen Seite voll nachvollziehen, also wirklich alles gut, aber auf der anderen Seite zum Nachhinein kommt es halt auch wieder ein bisschen komisch rüber. Es hat in so einem Beigeschmack halt einfach. Ich will hier nichts unterstellen, also um Gottes Willen. Und im Endeffekt haben wir dann halt auch trotzdem in dem Zimmer dann zusammen miteinander geschlafen, weil Laura und Tobi halt unbedingt drauf bestanden haben und auch Vanessa halt eingeredet haben. So haben wir halt dann doch zusammen in einem Zimmer übernachtet. Aber ja, es sind halt so Kleinigkeiten, die jetzt nicht immer mehr zum ganzen Bild dann halt zusammenfügen. Aber ist das Thema jetzt wirklich abgeschlossen oder wärst du nochmal offen dafür, wenn sie nochmal ankommen würde? Dass man sagt, man probiert es nochmal oder sind diese ganzen Sachen, die du so mitbekommen hast, für dich, wo du sagst, wo, nee, da kann ich gar nicht mit umgehen? Ja, also nee, nochmal ankommen oder das auch nochmal sich entwickeln würde, auf gar keinen Fall. So, ich glaube nicht, dass sie sich irgendwie komplett ändert. Ich würde schon gerne nochmal eine Aussprache mit dir so haben. Also, das nächste Ex on the Beach, wir sind dabei. aber nee, keine Ahnung. Also, wenn sie nochmal das Gespräch sucht, würde ich auf jeden Fall nochmal mit ihr reden. Um einfach mal von ihrer Seite zu hören, was die halt dazu sagt. Aber jetzt irgendwie, dass er sich nochmal was entwickeln könnte, auf gar keinen Fall. Also ich habe mit ihr komplett abgeschlossen. So, ich habe so kein Problem mit ihr. Aber ich würde halt trotzdem gerne wissen, so, was in ihrem Kopf mal wirklich halt vorgeht. Und nicht irgendwie diese 0815 Sachen, die sie dann vielleicht erzählt, oder, sondern einfach mal wirklich Tacheles reden. Wenn du sagst, du hast mich nur verarscht, dann sag das halt so. Dann sei wenigstens so ehrlich. Wenn nicht, dann schilder mir bitte deine Ansichtsweise. Oder du bist halt einfach wirklich so kalt, vom Typ halt her wirklich, dass du dich in andere Menschen hineinversetzen kannst. Das sagt sie ja auch selber von sich, dass sie halt einfach eine kalte Persönlichkeit halt hat. Und ja, das hat sie ja auch dann zum Hervorschein gemacht. Oder dass Beziehung für sie einfach was anderes heißt, als für mich eine Beziehung. Okay. Naja, dann bin ich mal gespannt, wie das hier bei euch weitergeht. Ja, oder ob es weitergeht oder ob es für dich in einer anderen Dating-Show weitergeht. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du das hier nochmal so ein bisschen aufgeklärt hast. Fand ich total spannend. Ich konnte es auch ehrlich gesagt gar nicht einschätzen, wie es bei euch weitergegangen ist. So, danach war ich immer so. Ja, konnte glaube ich viele, konnte glaube ich fast keiner so. Nee, aber bei vielen hat man es ja so ein bisschen mitbekommen, so, also so spoilermäßig, ne? Aber bei euch war das so, ich dachte, sind die jetzt zusammen, sind die nicht zusammen? Aber ja, ihr habt wenigstens versucht. Aber ich meine, es gibt ja so viele Paare aus TV-Shows, die dann danach merken, dass es in der Realität vielleicht doch nicht so passt wie in dieser Bubble, in der man sich befunden hat. Also. Absolut. Okay, Max, dann danke ich dir erstmal. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Urlaub. Wenn ihr noch Fragen habt zu dieser Vanessa-Story, dann ab in die Kommentare. Ihr wisst, er ist gerade Single. Ihr könnt ihm auch bei Instagram schreiben. Und dann einfach in die DMs rein. Einfach in die DMs. Ja. Und ich würde. Quatschen wir eine Runde. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Show. Du und ich so. Vielleicht. Also, you never know, ne? Ja, man weiß es nicht. Und dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat mich gefreut. Mich auch. Ciao.